Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute wieder mit einem Teil der Mini-Reihe 3 Bücher, die und der Aufgabe 3 Bücher, die du am häufigsten gelesen hast und dementsprechend natürlich auch irgendwie Highlight-Bücher sind. Ich fand das eine wahnsinnig schwere Frage und ich könnte jetzt antworten mit Herr der Ringe und mit Harry Potter und mit Ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling, aber das sind natürlich Highlights, die man von mir irgendwie erwartet, weil man das schon oft genug in verschiedensten Tags und Ähnlichem gesehen hat. Aber natürlich gehören diese 3 Bücher bzw. Buchreihen bzw. Welten definitiv zu den Büchern, die ich auch am häufigsten mitgelesen habe. Ihr konntet mir ja auch noch verschiedene andere Aufgaben stellen und dazu findet ihr auch in der Infobox mein Instagram. Immer mal wieder gibt es da Umfragen oder ja Themenwünsche. Da könnt ihr dann super gerne mitmachen. Auch die Playlist zu dieser Reihe packe ich euch unten in die Infobox. Wenn ihr die anderen Videos euch anschauen wollt, dann geht da gerne mal rein. Wir beginnen mit dem ältesten Buch auf diesem Stapel und zwar ist es Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Ein Buch, was ich des Öfteren auch schon in der Bücherei als Kind ausgeliehen hatte und ich glaube im Jahr 1995, total süß, sogar mit einem Stempel, habe ich dann diese Ausgabe mir gekauft und seitdem steht sie auch im Regal. Eine Geschichte, die mir die Fantasy im Grunde näher gebracht hat. Natürlich kenne ich Peter Pan und Alice im Wunderland und habe ich damals auch schon alles geliebt. Aber wir haben hier diese wunderbare Variante von einem jungen Leser, der in ein Buch eintauchen kann, dem Dinge über den Buchcharakter im Grunde passieren, wo er eben live irgendwie beim Lesen mit dabei ist. Und wer von uns hat sich das nicht auch schon vorgestellt, dass er jetzt irgendeinen Einfluss auf diese Geschichte hat und wie wunderbar sich auch Geschichten verändern, je nachdem, welche Stimmung wir gerade haben. Und dann müssen wir eben ja Phantasien retten, welches vor dem Untergang steht und wir müssen zur kindlichen Kaiserin und welche Rolle da Bastian Balthasar Bax im Grunde hat, das muss man einfach lesen. Es gibt auch eine Verfilmung dazu, der erste Teil ist ganz okay, den zweiten Teil finde ich grottig, aber es ist einfach nur meine Meinung, aber für mich hätte es den zweiten Teil auch gar nicht gebraucht. Es gibt, glaube ich, sogar noch einen dritten Teil, den ich auch nur einmal so nebenbei gesehen habe, aber ja, das ist nochmal was ganz anderes. Ich finde, Michael Ende hat hier eine wunderbare Geschichte geschrieben, die wirklich zeigt, wie Freundschaft funktioniert, wie das, ja, wie es eigentlich ist, so eine Außenseiterrolle zu haben, aber dann irgendwie doch eine Wichtigkeit in einer Welt zu haben. Es gibt wunderschöne Dialoge, wir sind in Phantasien unterwegs, wir treffen viele Nebencharaktere, alleine wenn man an die uralte Morla denkt und an Atreo denkt und an Fuchur, der, glaube ich, auch eine ganze Generation irgendwie begeistert und geprägt hat und einfach großartig, der Steinbeißer und ich bin da sehr, sehr angetan und begeistert und ja, eine wahnsinnige Geschichte, die ich wahnsinnig oft auch schon gelesen habe. Ich glaube, früher locker zweimal im Jahr, mittlerweile so alle 3, 4 Jahre mal wieder. Aber eine Geschichte, die immer einen Platz in meinem Herzen hat. Und vielleicht wird es auch mal Zeit für eine neue Ausgabe. Naja. Das nächste Buch ist dann The Beach von Alex Garland. Ja, ein Buch, was ich jetzt tatsächlich schon auf den letzten 2 Urlauben nicht dabei hatte. Aber sonst begleitet mich dieses Buch, seitdem ich es habe. Und das müsste, glaube ich, die Dominikanische Republik gewesen sein oder, nein, ich glaube, mein erster Ägyptenurlaub 2000, genau. The Beach von Alex Garland habe ich seit 2000 in dieser Filmausgabe. Es ist nicht die schönste Ausgabe, auch wenn man jetzt über Leo DiCaprio natürlich, kann man gar nicht streiten, aber ja, dieses Buch hat mich auf all meinen Urlauben zwischen 2000 und 2017 sozusagen begleitet. Nicht jedes Jahr war ich da im Urlaub, aber ich habe es durchweg, glaube ich, schon 5, 6, 7 Mal gelesen. Das Buch selbst habe ich damals am Flughafen gekauft und dachte, ach ja, da kommt ja irgendwie ein Film, da kannst du die Filmausgabe mal mitnehmen und im Urlaub lesen. Und wir haben hier ja so ein bisschen diese wahnsinnige Story, dass jemand, Richard, hier eben nach Thailand reist im Backpacking-Style, was mir damals noch gar nichts gesagt hat, wie man reist irgendwie mit Rucksack. Jetzt muss man sagen, war ich 2000, ja auch gerade erst 17 Jahre, da war das noch nicht ganz so irgendwie ein Thema und eben nach Thailand reist, weil es da eben Gerüchte gibt über den Strand, über einen Strand, wo alles blau und schön und eine tolle Gruppe von Menschen irgendwie ist und er dann eigentlich das Paradies findet, aber
Wie es eben so ist, ist das Paradies nicht nur schön, sondern es gibt natürlich auch immer Schattenseiten. Und gerade diese Schattenseiten hat Alex Garland wunderbarst geschrieben und beschrieben. Diesen Weg erstmal ins Paradies, zu diesen Charakteren, zu dieser Gruppe, dieses Gefühl, angekommen zu sein, alles ist perfekt, wir sind im Paradies. Und dann passieren eben Dinge, wie eben Menschen einfach sind, ja, wenn man eben einen Anführer irgendwie hat und so weiter, so ein Krüppchen auch irgendwie funktionieren muss, Verantwortung dahinter steht und das, ja, findet sich dann hier wieder. Und das war immer das, was mich so aus meinem Urlaubsparadies wieder auf den Boden gebracht hat, weil ich eben dachte, so schön hier alles ist, aber es hat natürlich alles eine Schattenseite und auch, dass ich hier am Strand liegen kann, ich frisches Wasser habe, was zu essen habe, das führt natürlich irgendwo, egal in welchem Land, in dem ich bin und wo eben nicht überall Reichtum um mich herum herrscht, sondern wirklich starke Armut, das hat mich immer wieder auf diese Schattenseiten gebracht. Das wird hier gar nicht, also es geht hier gar nicht um diese Schattenseiten des Tourismus im ersten Schritt, aber das war immer das, was ich so für mich als Schattenseite meines schönen Urlaubs sozusagen gesehen habe. Und das hat mich immer wieder so auf den Boden der Tatsachen gebracht und nicht alles so blind unter der rosaroten Brille zu sehen. Und ich fand das Buch immer spannend, es war wahnsinnig packend, ich mochte die Charaktere, ich mochte diese Gruppendynamik. Es passieren auch zwei, drei Dinge, wo ich so dachte, naja, ob das wirklich so irgendwie, aber man steckt natürlich immer nicht in den Geschichten drin. Es soll auch Alex Garland viel von sich selbst hier reingepackt haben. Auch er war wohl Fotograf und ein Rucksackreisender. Und was ich hieraus mitgenommen habe, ist ein wunderbarer Gedanke zum Thema Fotos machen im Urlaub. Und Richard, unser Hauptcharakter, erzählt uns hier im Grunde, dass er schon lange keine Fotos mehr macht, weil er das Gefühl hat, dass das Gehirn alles andere dann irgendwie vergisst, weil es nachtragend ist, dass man eben nicht auf ihn vertraut, auf diese Erinnerung. Und ich fand das toll. Und das hat bei mir auch einiges im Kopf umgeschalten, dass ich selten so der typische Touri-Fotograf irgendwie bin. Natürlich fotografiere ich auch schöne Dinge und bin auch immer froh, wenn man den ein oder anderen Moment eingefangen hat. Aber so dieses klassische, ich muss alles fotografieren, alles durch die Kamera sehen. Das ist spätestens seit diesem Buch bei mir auch vorbei. Ein tolles Buch, müsste ich jetzt auch einfach mal wieder lesen, ist jetzt dann doch schon 17 habe ich das, glaube ich, mit dabei gehabt. Ja, also auch schon wieder 6 Jahre her, 5,5 Jahre da. Vielleicht geht es in den nächsten Urlaub einfach mal wieder mit. Glaube ich, es wird einfach mal Zeit. Und dann ein Buch, das ich sowohl schon in Deutsch einige Male als auch in Englisch im Original schon gelesen habe. Und zwar John Green, Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Und nein, es ist nicht nur irgendein Krebsbuch, es ist ein lebensbejahender Roman, der mir wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz gegangen ist, immer wieder geht und mich mit einem ganz positiven, optimistischen Gefühl auch entlässt. Ich habe dann sozusagen ein weinendes und lachendes Auge. Wir haben zwei Jugendliche, die sich in einer Krebs-Selbsthilfegruppe finden. Wir haben Hazel Grace und Augustus, einfach nur Gast genannt, und die beiden freunden sich an und wir merken, was sie aber eigentlich so ein bisschen von Freundschaft oder gar einem Verliebtsein so ein bisschen abhalten. Denn Hazel Grace weiß, dass sie sterben wird, dass ihr Krebs nicht heilbar ist, dass sie irgendwann ersticken wird, weil sie eben was mit der Lunge hat, und sie möchte eigentlich keine Granate sein, die, die alle Menschen in ihrem Umfeld irgendwie verletzt und tötet, und also im übertragenen Sinne, und es reicht schon, dass sie Eltern hat, denen es danach nicht gut gehen wird, und sie möchte deswegen auch keine Freunde und schon gar keinen Freund. Doch irgendwie, ja, lässt sich die Freundschaft und Liebesgeschichte nicht aufhalten. Zudem hat Hazel Grace auch noch einen Lieblingsautor, ein Buch, was ihr ganz, ganz viel bedeutet. Und so machen sich dann beide auch auf den Weg in die Niederlande und treffen dann diesen Autorin. Und das verändert so auch ein bisschen das Zusammensein der beiden. Und auch Gus Augustus hat es nicht sehr einfach und so nimmt dann das Schicksal, das eben manchmal ein mieser Verräter ist, auch seinen Lauf. Es ist eine Geschichte, die ganz viel in mir gemacht habe, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, und ich war bei jedem Mal lesen irgendwie definitiv ein anderer Mensch. Dementsprechend habe ich eine andere Geschichte gelesen, andere Dinge daraus herausgenommen. Ich selbst habe im Familienkreis auch den einen oder anderen Fall von Krebs auch im nahen Familienumkreis erlebt. Zum Glück mit einem Happy End, aber
also im nahen Familienkreis, im Freundeskreis, leider auch manchmal ohne irgendwie glücklich danach zu sein. Und es sind so viele Gedanken hier drin, die ich so nachvollziehen konnte, die man sich selbst gefragt hat, gerade wenn man eben nicht der Betroffene ist, sondern der Herumstehende. Und dass man es eben ganz anders wahrnimmt, dass man viel mehr Angst hat, verlassen zu werden, dass diesen Verlust erleben zu müssen. Und auch immer so dieser Gedanke, wenn ich derjenige bin, der stirbt, dann bin ich ja weg, dann hat sich das für mich ja alles erledigt. Und ich fand es schön, wie Hazel Grace eben auch versucht hat, diese andere Seite zu verstehen. Die Menschen, die zurückbleiben, die trauern, die man alleine lässt. Und wie wird es mit denen weitergehen? Finden sie eine Zukunft? Und wir dann eben Augustus haben, der eine ganz andere Motivation hat, der gerne in Erinnerung bleiben möchte, der etwas schaffen möchte, damit man von ihm spricht, wenn er stirbt. Und das sind so zwei Charaktere, die so wunderbar feinfühlig sind und die so viel wunderbare Dialoge auch miteinander führen und ich einfach großen Spaß hatte, das zu lesen. Und ich selbst lese das Buch wirklich immer auch mit diesem, ich freue mich, diese Freundschaft zu lesen, diese Liebesgeschichte, das Erlebte, dann aber auch diese Trauer mitzuerleben, wenn eben das Schicksal zuschlägt und beim Ende, da fließen bei mir alle Tränen. Ich bin sowieso ein sehr emotionaler Mensch und ich kann viel bei Büchern und Filmen und Serien auch rumheulen, das stört mich auch überhaupt nicht. Und merke aber dann, wie ich trotz der Tränen und bevor die überhaupt getrocknet sind, merke ich immer wieder, wie mich dieser Optimismus sozusagen holt und mich positiv zurücklässt, weil ja, es geht eben irgendwie weiter und es ist ein schönes Leben und man muss das Schöne da mitnehmen. Und ihr merkt, ich bin da wieder so ein bisschen gefühlsduselig. Deswegen habe ich dieses Buch die letzten 2 Jahre auch nicht unbedingt gelesen. Aber es wird definitiv mal wieder Zeit, mir da diese Portion Optimismus abzuholen. Und wirklich ein Buch, das ich immer wieder lesen kann. Und ja, ich einfach großartig finde. Und ich glaube auch, und das war eine Kategorie, eine Aufgabe, die mir gestellt wurde, welches Buch ich aus brennenden Haus retten würde. Ich glaube, ich würde tatsächlich kein Buch retten, wenn das Haus brennt. Ich glaube, ich habe mit Hund, Katz und Menschen und vielleicht noch dem Handy und dem Geldbeutel genug zu tun. Aber ja, ich glaube tatsächlich, vielleicht greift man zu den Büchern, die man am häufigsten gelesen hat. Vielleicht sollte man alle Bücher auf den E-Book-Reader packen und einfach nur den E-Book-Reader mitnehmen. Ja, aber gut, wir wollen nicht über brennende Häuser sprechen. Ja, das waren also jetzt die 3 Bücher, die ich am häufigsten gelesen habe, die mich immer wieder begeistern. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr Bücher habt, die ihr mehrfach gelesen habt, die euch immer wieder begeistern. Lasst uns da gerne in den Kommentaren drüber sprechen. Vielleicht habt ihr auch Bücher, die euch früher begeistert haben und bei einem Reread habt ihr gemerkt, verstehe ich gar nicht mehr, was ich damals so toll daran finde. Auch darüber können wir natürlich super gerne in den Kommentaren sprechen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Schaut gerne in die Playlist zu den anderen Videos, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.